Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Dragon Age Origins. Yo, ich bin wieder zurück nach einer etwas längeren Pause als geplant. Tut mir leid, ich hatte da den einen Tag ein bisschen zu viel getrunken und am nächsten Tag gab es so ein paar Probleme wegen gesundheitstechnisch. Dann war Silvester, dann war Feuerwerk, dann war Ausschlafen und ja, sorry dafür. Ich weiß, ich wollte regelmäßig. Ich weiß, ich habe es wieder nicht geschafft. Ja, ich weiß, macht mich doch deshalb nicht fertig. Ich bin doch schon wieder da am Aufnehmen. Das braucht halt nun mal auch Zeit. Okay, wir sind zurück und nochmal kleine Info. Ich habe mir Dragon Age Inquisition besorgt und mal mir das so angeguckt. Ich weiß nicht, was ich von Dragon Age Inquisition halten soll. Der Anfang, ich habe bis jetzt 2-3 Stunden gespielt, glaube ich. Ja, 2-3 Stunden. Ich tue mal hier nebenbei. War hier nicht noch vor uns irgendwie Level Up? Hatte ich doch irgendwas gesehen? Ja, ich weiß. Not. Der Turm fällt zusammen. Verderbnis. Ah. Lass mich jetzt erstmal über Inquisition reden, weil das geht ja darum, was dann hier später wird. Also, feststeht, wenn ihr Inquisition sehen wollt, ich kann es gerne let's playen, weil irgendwie knüpft es ja an die Geschichte nach Dragon Age 1 an. Was ich noch nicht ganz rausgefunden habe, ist, wie das im Zusammenhang mit der 2 steht. Ich weiß nicht, ob es vor der 2 oder nach der 2 spielt, aber ich glaube mal irgendwie nach der 2. Falls nicht, berichtigt mich. Ich weiß, ihr habt sowieso mehr Ahnung. Auf jeden Fall habe ich es gespielt. Es macht Spaß, spielt sich aber nicht wie Origins. Ich muss sagen, das hier. Oh, nicht Win. Die nervt gerade. Das hier macht sehr viel mehr Spaß und sieht im Moment auch schöner aus. Das kann aber auch nur daran liegen, dass ich im Moment noch eine alte Festplatte drin habe. Festplatte, Grafikkarte. Und die wird ja so bald wie möglich aussortiert und kommt eine neue rein. Und dann gibt es hier richtig das Grafikwunder. Aber bis dahin sind noch ein paar Monate hin. So, und ich gucke hier mal kurz durch, ob ich hier irgendwo noch ein paar Skillpunkte verteilen kann. Liana bin. Achso, hier ging es ja so. Hier muss ich ja nicht so umständlich hin und her. Also ich muss sagen, es sieht auch schöner aus als Inquisition Origins, aber wie gesagt, das kann jetzt wirklich nur an den Grafikdetails liegen, dass ich sie da auf Mittel und beziehungsweise ausstellen musste, weil die Grafikkarte es hier nicht mitmacht. Aber ich muss sagen, auch vom Aufbau finde ich es übersichtlicher. Und wie gesagt, darüber könnt ihr euch ja selbst ein Urteil machen, wenn ihr es sehen wollt. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr es sehen wollt, dann mache ich es, dann zeige ich es euch. Und wenn ihr es nicht sehen wollt, dann, ja, halt nicht. Ich muss jetzt mal hier in die Steuerung wieder reinkommen, weil das ist hier eine etwas andere. Ja, okay. Auf jeden Fall, es macht Spaß. Es fesselt auch. Auch storytechnisch. Aber es fühlt sich einfach nicht an wie das hier. Das ist auch ein bisschen, gagerlicher mit der Steuerung. Aber wie gesagt, darüber wollen wir erst reden, wenn es dann soweit ist. So, den haben wir erstmal ordentlich zerbrochen. Widmen wir uns dem Spiel und da, ich wusste doch, irgendwo habe ich ein Plus vor uns gesehen. Mensch, bei Liliana war es. Liliana habe ich gestern auch getroffen, hat mich verwundert bei Inquisition, aber wie gesagt, hier wird nicht darüber geredet. Hier gibt's volle Ladung. Wow, achso, die explodieren ja. Stimmt ja, das konnten die Viecher hier noch. Ich hatte nämlich Teile von denen auch gestern gesehen. Ja, ja. Was man nicht alles wiedererkennt. Ach du Scheiße, sind das viele. Was war das hier? Wandelnde Bombe, ne? Ja. Könnte mein Tod bedeuten, aber was soll's. Man muss immer was riskieren können. Na, noch einer? Nicht? Okay. Alles nehmen, Papierfetzen, nice, Codex-Einträge und hier. Liliana. Moment, ich muss hier nochmal gucken, was will ich eigentlich mit dir machen. Ich hatte dich bei Serena mal als Waldläufer und das war, glaube ich, nicht allzu lustig. Mal sehen. Okay, wie gesagt, die Spezialisierung gucken wir uns dann später nochmal an, das ist ja dann wieder eine ganz andere Sache. Geschicklichkeit ist, glaube ich, immer recht wichtig, aber wir haben mal 2 in Konstitution und dann hier nochmal in Geschicklichkeit.
Wie gesagt, das ist erstmal mehr oder weniger Nebensache. Fortgeschrittenes Stehlen. Tue ich überhaupt noch irgendwann mal stehlen? Ich weiß es gar nicht. Schlösser knacken? Gibt es das hier eigentlich oder gehört das hier damit dazu? Egal, wir machen einfach mal Diebstahl. Wir kommen schon noch irgendwann mal nach Ferelden. Da werden wir hier klauen, dass sich die Balken biegen. Hier, das war Schlösser knacken. Braucht Klugheit. Moment. Wie viel waren es? Level 12 ist erstmal egal und 22 Klugheit. Wie viel hatten die gute? Ist ja nicht so viel. Ich glaube, da müssen wir mal ein paar Punkte vorher investieren. So, da haben wir dann später da genug. So, hier nochmal stehlen. Zack, weiter. Und wir könnten Verstohlenheit machen. Hat uns ja, als wir in der Ratte waren, uns sehr viel geholfen, aber. Das hier bringt ja irgendwie nichts. Bogenschießen habe ich schon ziemlich weit ausgearbeitet. Aber ich glaube, Waffenfähigkeiten wären auch mal nicht schlecht. Zwei Waffen. Ach, mit zwei Waffen, wie gesagt. Das bringt alles noch nichts. Kampfbewegung. Leichtfüßige Schurken kann Gegner einfacher ausmanövrieren. Oder leichtfüßige Schurken können Gegner leichter ausmanövrieren. Wodurch er es sie leichter umgehen und einen hinterhältigen Angriff anwenden kann. Nice. Gnadenstoß. Ist ein Ziel außer Gefecht gesetzt, schlägt der opportunische Schurke dort zu, wo es am schmerzhaftesten ist. Indem er automatisch hinterhältige Angriffe gegen betäubte oder gelähmte Ziele ausführt. Das klingt schon mal nice. Totstellen! Der Schurke bricht zu Füßen oder bricht zu den Füßen seiner Gegner zusammen. Diese verlieren das Interesse an ihnen und suchen sich andere Ziele. Bis der Schurke die List beendet. Naja, nee, ist nicht so meins. Tödlicher Schlag! Schurke führt einen schnellen Schlag gegen einen verwundbaren Bereich des Zieles aus, wobei er normale Schaden verursacht. Bonus auf Rüstungsbedingungen. Okay. Sterblichkeit, Schurke, Blick und Schwachpunkte. Entrinnen, Schurke. Ah, okay. Ich würde sagen, tödlicher Schlag hört sich gut an. Das machen wir jetzt einfach mal. Zack's. So, dann hätten wir jetzt hier auch den letzten Skillpunkt verteilt. Und jetzt tun wir hier noch looten, dass es sich die Balken biegen. Erlaubt Nein, nein, nein! ihr? Ich Halt, würde es halt! machen. Ah! Mensch, Mädel! Wart's doch ab! Verzauberungskapuze. Nice! Wieder was, was ich hier verkaufen kann oder eh wieder da reingelegt hätte. Ja, wie gesagt, das, was wir hier finden, ist jetzt nicht so mehr der Knaller. Aber es könnte ja was Gutes drin sein, ne? Von daher, Vorsicht! Wir sehen hier hinten ist nichts außer die Vasen und Truhen. Ja, in Ordnung. Yay! Heiltränke. Und diesmal gucke ich vorher. Da. Da siehst du mal einen Zauberstab, der höchstwahrscheinlich wieder nicht so gut ist. Na egal, jetzt gucken wir uns dann alles nachher an. Wie gesagt, wenn ich jetzt hier 10 Stunden lang wieder hier im Menü rumhocke, da seid ihr auch natürlich komplett froh drüber, wenn ihr das Menü mal sehen dürft. Ihr seht das ja sowieso so gut wie nie. Weshalb ich da immer euch gerne mal Verständlich. einen Blick da reinwerfen lasse. Oh, da hinten ist was. Oh, ist verschlossen. Oh, ein Leichnam. Nice. Was? 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 Wo? Nein. Aus. So viele. Na gut, warten wir erstmal. Machen wir erstmal den hier fit. Alle Mann! Nein, Quatsch. Position halten. Frei bewegen. So, alle Mann! Da drauf. Knüppeln. Achso, das war ja eine Passive. Nee, ich will auf das hier da. Eine wandelnde Bombe. Ich weiß nicht, ob das so klug war, jetzt da drauf das zu machen. Wollen wir es mal ausprobieren? Na komm. Und die 5. Was? Wie bitte? Bitte wie? Bitte was? Okay. Hat nicht ganz so funktioniert, wie ich es wollte. Oh, jetzt auf dich die Bombe. Ich hoffe, das funktioniert hier besser als wie gestern. So, und explodiere! Was?
mich verarscht. Ihr sollt explodieren, das ist doch hier eher wandelnde Bombe. Klar, so lange habe ich nur Dragon Age auch schon nicht gespielt, Pause gemacht, wie auch immer. Sucht euch da eine passende Konstellation raus. Alistair, schluck langsam an, Heiltrank, Gottverdammt. Zumindest sieht es relativ gefährlich aus. So, und ich bräuchte den Lyrium-Trank. Und, Moment. Wir haben hier einen Gruppenheiler. What the fuck? Was mache ich mir hier Gedanken? Ah, jetzt heilen wir alle. Und Win hat dann auch ein Level up. Oh Gott. Bam. So, super. So, jetzt probieren wir das Ganze mal so rum. Diesmal ist er explodiert wenigstens. Naja. So, Magier. Magie, Klugheit. Weiter. Arcana Schild. Wollte man den wiederbeleben? Das klingt auch nice. Nice. Ich glaube, das will ich hier so voll durchskillen. Oder bin ich noch nicht das Level für? Win bleibt ja eh ein fester Bestandteil, deshalb müssen wir uns da mal so ein bisschen mehr reinfuchsen. Ich glaube, mal sagen, ich mache mal hier dieses Zauberirrlicht. Wir kriegen Bonus, Zauberkraft gewährt, Modus aktiv ist. Jo, okay. Jo, machen wir so. So, dann gucken wir mal hier wieder in die Ego-Perspektive und sammeln. Inventar frei. Ist nun gleich. Wollt gerade schon rumheulen. Nein, ich kann nicht alles mitten. Wow. Gut, dass das nicht meine Gute gemacht hat. Oh Gott. Fähigkeit unzureichend. Ja, bitte was? Soll ich das höchste Level von Level 4 hier schon rumlaufen? Würde ich ja gerne, aber ich kann das erst ab Level 12 skillen. Ich bin erst Level 10. Ich bin ein Noob. Laufe mit Level 10 Charakteren rum. Okay. Hier durch. Auf und hindurch. Oh. Heilige Säule. Ich weiß, wer ihr seid. Es funktioniert nicht mehr. Ich bleibe stark. Yo, du bleibst stark. Ein Templer. Sieht aus, als wäre ein Gefangener. Er ist erschöpft. Und dieser Käfig. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ganz ruhig. Wir helfen euch. Ah, ist wirklich gefangen. Ich dachte, das wäre eine Schutzbarriere. Wenn etwas in euch menschlich ist, tötet mich und beendet dieses Spiel. Er fantasiert. Er wurde gefoltert und Nahrung und Wasser hat er sicher auch nicht bekommen. Ich weiß das. Hier, ich habe eine Haut. Nicht anfassen! Weg von mir! Meine Gedanken durchsucht. Lockt mich mit dem Einzigen, das ich immer wollte, aber niemals haben konnte. Sie benutzen meine Scham gegen mich. Meine unklugen Gefühle für sie. Eine Magierin noch dazu. Ich habe diese grausamen Scherze so satt. Diese Tricks. Ich sollte besser gar nicht hinhören. Oder gar nicht hören. Oder sollte ich besser gar nicht hören. Ihr beschämt mich. Ah, ist das nicht der, der uns damals irgendwie hier gestottert hat, dass er uns mag oder irgendwie so? Okay, ich würde mal sagen, es ist kein Trick, wir sind hier, um zu helfen. Schweigt! Ich will nichts von euch hören! Und jetzt sofort! Immer noch da? Bisher hat das immer funktioniert. Augen zu, Augen auf. Aber ihr seid immer noch da! Sagt mir nur, wo die überlebenden Magier sind. Da hättet ihr die Sache lieber nicht gesagt, stimmt's? Ich bin real und hier, um euch zu helfen. Ich bin keine Halluzination. Ihr seid ziemlich benebelt, stimmt's? Da hättet ihr diese Sachen lieber nicht gesagt, stimmt's? Mir ist egal, was ihr denkt. Der Erbauer kennt meine Sünde und ich bete um seine Vergebung. Jemand zu mögen ist völlig in Ordnung. Sehe ich auch so. Es war der närrische Traum eines Jungen. Heute weiß ich es besser.
Aber warum seid ihr zum Turm zurückgekehrt? Wie habt ihr überlebt? Ich habe alles in meinen Weg besiegt. Nun ist der Ulteret an der Reihe. Gregor hat mir alles erzählt, ich musste einfach helfen. Natürlich durch Geistesgegenwart und Begabung. Ja, das auch. Ist meine Rückkehr so überraschend? Ich war jetzt zu Hause, naja, ich wollte aber hier nicht wirklich zu Hause bleiben. Nö, ich bin selbstbewusst oder wie sind... Ja, der ist ziemlich benebelt. Ich mach mal hier ein bisschen einfach auf ihn. Gregor hat mir alles erzählt. Gut. Tötet Aldred. Tötet sie alle für das, was sie getan haben. Sie haben uns in Käfige gesperrt wie Tiere, um uns zu zerbrechen. Nur ich bin noch übrig. Einige haben sie in Monster verwandelt. Und ich konnte nichts dagegen tun. Ulteret wird Ulteret wird für seine Untaten bezahlen. Und ich dachte früher, wir wären zu hart zu euch gewesen. Naja. Ich habe gehört, dass es weitere Überlebende gibt. Weitere? Wovon redet ihr da? Wo sind Irving und die anderen Magier, die gegen Aldred gekämpft haben? Sie sind in der Kammer der Läuterung. Die Geräusche, die von dort heraufdringen. Oh, Herr Bauer! Wir müssen uns beeilen. Sie sind bestimmt in größter Gefahr. Ja, lass erst mal quatschen. Ihr könnt sie nicht retten. Ihr wisst nicht, was aus ihnen geworden ist. Wir können sie nicht einfach alle töten. Ich bin auch ein Magier, Cullen. Aber ihr schon. Ich verstehe nicht, wovor ihr Angst habt. Aber ich würde sagen... ich bin auch eine Magierin, Cullen. Aber ihr wart nicht da oben und habt unter ihrem Einfluss gestanden. Sie waren von Blutmagiern umgeben, die heimtückisch auf den Geist zugreifen und die Gedanken vergiften. Sein Hass auf Magier ist so stark. Die Erinnerung an den Tod seiner Freunde ist noch zu frisch. Ihr müsst ihm jetzt ein Ende machen, bevor es zu spät ist. Ich möchte jeden retten, der gerettet werden kann. Jemanden, wenn ihr dieses Risiko eingeht? Damit dieser Schrecken endet, damit keine Abscheulichkeit und kein Blutmagier überleben, müsst ihr da oben alles und jeden töten. Ich verschone lieber Maleficare, als einen Unschuldigen zu gefährden. Ich gebe es ungern zu, aber ihr habt vermutlich recht. Ich kann das erst entscheiden, wenn ich es selbst gesehen habe, aber... Nein, wir haben ja auch einen Freund, der Blutmagier ist, und nein. Danke. Ich wusste, ihr würdet Vernunft walten lassen. Vernunft? Was ist daran vernünftig? Begreift ihr die Gefahr überhaupt? Ich kenne die Gefahren der Magie. Aber Unschuldige zu töten, nur weil sie möglicherweise Malefica sind, ist keine Gerechtigkeit. Malefica. Ihr seid zornig. Ihr wisst nichts! Ich denke an die Zukunft des Zirkels von Ferelden! Es ist nicht so schlimm, wie ihr es darstellt. Ich will das Blut Unschuldiger nicht an meinen Händen. Ihr habt recht, es ist das Risiko nicht wert. Mensch, die ist aber standhaft, wenn sie sowas sagen würde. Ich fürchte Maleficare nicht noch. Oh Gott. Wie gesagt, ich lasse das Reden dann besser winnen, die kann das besser aussprechen als ich. Sie sollten mich fürchten. Nein, ich würde sagen, ich will das Blut Unschuldiger nicht an meinen Händen. Ich akzeptiere lediglich die schmerzliche Wahrheit, die ihr zu ignorieren sucht. Aber was kann ich tun? Wie ihr seht, bin ich nicht in der Lage, euch zu sagen, was ihr tun müsst. Obgleich ich mich am liebsten selbst um die Magier kümmern würde. Reiß dich zusammen. Gut, dann könnt ihr ja nichts anstellen. Vielleicht kann ich euch befreien. Wir kümmern euch um uns, sobald der Ultra tot ist. Mein Käfig hat Aldred erschaffen. Oder einer seiner Magier. Sobald sie tot sind, bin ich frei. Und dann werde ich auch entscheiden, was mit den anderen geschieht. Passt auf euch auf, es ist bald vorbei. Niemand hört zu. Immer erst, wenn es viel zu spät ist. Möge der Erbauer auf euch herabblicken. Ich hoffe, euer Mitgefühl wird nicht unser aller Untergang. Na, ich komme schon damit zurecht.
Keine Angst. Ist hier noch irgendwas? Nö. Okay. Gucken wir uns mal das an. Das sieht ja hier schon außen super hübsch aus. Hier wollte ich auch wohnen. Überall Gedärme an den Wänden. Nice. Mein kleines Geschenk an? Idiot. Es ist ein Junge, denke ich. Ah, was haben wir denn hier? Ich erinnere mich. Irvings Lieblingsschülerin. Aldred hielt nur wenig von euch. Und ich sehe auch jetzt in euch nichts Besonderes. Nun, verzeiht, dass ich unbeeindruckt bleibe. Gebietet diesen Turm, es gebietet dieses Tun umgehend Einhalt. Ich bin noch immer eine Magierin des Zirkels. Euer Tun betrifft mich. Ich würde euch einfach töten, wenn es euch recht ist. Aber nein, ich würde sagen, nun verzeiht, dass ich unbeeindruckt bleibe. Man kann eben nicht von jedem geliebt werden. Sehr beeindruckend, dass ihr noch lebt. Das bedeutet unglücklicherweise, dass ihr meine Diener getötet habt. Das tut mir leid. Es ist besser, in den Diensten überlegener Wesen zu sterben, als mit der schrecklichen Verantwortung der Unabhängigkeit leben zu müssen. Ihr werdet schon bald euren Dienern folgen. Ihr verwandelt diese Leute in Abscheulichkeiten. Tut mir leid, seid ihr verstimmt, weil ich eure Lakaien getötet habe? Wir müssen nicht darauf herumreiten, wer wen getötet hat. Das ist schlecht für unsere Beziehung. Welche Beziehung? Es gibt keine Beziehung. Ihr seid eine Abscheulichkeit. Ein Magier ist nur die Larvenform von etwas Größerem. Eure Kirche schmäht uns und nennt uns Abscheulichkeiten, wenn wir unser volles Potenzial freigesetzt haben. Naja. Seht sie euch an. Die Kirche hat sie überzeugt. Sie versagen sich selbst die Wonne, etwas Glorreiches zu werden. Ihr seid wahnsinnig. An euch ist nichts Glorreiches mehr, Aldred. Aldred? Er ist fort. Ich bin Aldred. Und doch auch nicht. Ich bin mehr, als er je war. Ich kann euch dieses Geschenk machen, Wynn. Euch und allen Magiern. Es wäre viel leichter, wenn ihr es einfach annehmen würdet. Aber manche sind eben sehr stur. Hast du immer den Typen daneben dir angeguckt? So möchte ich nicht aussehen, also herrlich nicht. Ich werde alles hier zerstören, euch mit eingeschlossen. Ich bin froh, dass so viele von euch vor euch verweigert haben. Sagt, was ihr wollt, ich töte euch trotzdem. Natürlich sind sie das. Ihr wollt immerhin ihr Leben zerstören. Na, ich bin froh, dass so viele sich euch verweigert haben. Und was hat es gebracht? Der Sieg war trotzdem mein. Naja. Was haben wir denn hier? Oh, es ist der erste Verzauberer. Begrüßt eure ehemalige Schülerin, Irving. Beachtet das Blut gar nicht. Er hatte einen harten Tag. Was habt ihr mit ihm gemacht? Haltet ihn auf! Er errichtet eine Armee. Er wird die Templer vernichten und... Ihr seid ein schlauer Fuchs, Irving, dass ihr das verraten habt.
Und ich dachte, ich hätte ihn schon. Niemals! Jetzt reicht's aber, Irving. Er wird mir schon noch dienen. Genau wie ihr. Na, warte. Nein, ich werde dir nicht dienen. Lieber sterbe ich. Als ob wir sterben. Was soll das denn heißen? Schlagt ihr mir eine Art Partnerschaft vor? Nein, ich denke, ihr solltet lieber mir... Bitte was? Mir gefallen alle Antworten nicht. Ich würde sagen, nein, lieber sterbe ich. Euch zu töten wäre eine Verschwendung. Euer ungezähmtes Potenzial, gesteuert von der Stärke eines Dämons, wäre nicht aufzuhalten. Ich kann euch diese Macht und ein neues Leben geben. Nee, dazu hänge ich an meinen alten. Das geht zu weit. Ihr sterbt jetzt. Tut mir leid, das kann ich nicht zulassen. Eure Meinung dazu ist bedeutungslos. So lautet mein Entschluss. Und so wird es auch geschehen. Kämpft, wenn ihr wollt. Das versüßt mir nur den Sieg. Na dann komm her. Vergesst die Litanei nicht. Sie wird verhindern, dass Aldo die Kontrolle über die Magier übernimmt und uns so den Sieg bringen.